Am 9.11.2010 gedachten in Lingen die Bürger in einem ökumenischen Gottesdienst den Opfern der Reichspogromnacht. Hier präsentierte der Vorstand des Stadtjugendrings Lingen in kurzen Vorträgen das Schicksal vieler Lingener Juden. Diese wurden von den Nazis in das KZ-Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden verschleppt und von hier aus weiter in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Für die Opfer entzündeten die Jugendlichen des Stadtjugendrings symbolisch Kerzen. Im Anschluss an den Gottesdienst fand eine Kranzniederlegung an den Gedenkstein der alten jüdischen Schule statt. Hier sprach der neue Oberbürgermeister Dieter Krone und der Vorsitzende des Vereins Forum Juden Christen Dr. Walter Klöppel zum jüdischen Leben in Lingen. Untermalt wurde das Programm durch hebräische Gesänge.